auf meine Kumpel Omar Locha. Ich habe ja im letzten Video meine Prognose zur Bundesliga-Saison 2020 abgegeben. Ich habe jetzt auch nochmal so eine separate Prognose für Schalke 04 abgegeben. Und ja, da können wir jetzt mal reinschauen. Also ich habe den Platz ja schon in der Tabelle bekannt gegeben. Ich glaube, Schalke wird Platz 10 beenden, abschließen. Und die Erklärung habe ich ja schon im Video gesagt. Ich kann es nochmal kurz wiederholen. Ich denke, dass Schalke gerade am Anfang sich sehr schwer tun wird. Ich glaube, dass irgendwann ein Trainerwechsel kommen wird. Ich hoffe, dass der Trainer dann die Mannschaft in den Griff bekommt. Ich glaube, dass Schalke eigentlich einen Kader hat, der um die Europa League mitspielen sollte. Aber wegen der Hypothek und wegen der Unruhe gerade am Anfang, den fehlenden Punkten, glaube ich, dass Schalke am Ende nicht mehr oder mit der Hypothek nicht mehr die Punkte holen wird, um irgendwie was Richtung einstelligen Tabellenplatz zu spielen. Aber ein Platz 10 wird es werden. Ich glaube nicht, dass Schalke langfristig mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Ich glaube, am Anfang der Saison vielleicht, aber spätestens nach der Rückrunde wird man sich da stabilisieren. Wenn der Trainerwechsel aber auch am Anfang der Saison erfolgt. Dann habe ich als Torjäger Paciencia. Ich glaube, das wird unser neuer Torjäger. Ich hoffe es. Ich finde, der Macht hat einen guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, der ist genau dieses Puzzlestück, was uns fehlt vorne drinne. Ich glaube, Vorlagengeber wird Uth sein. Ich glaube, der wird sehr, sehr gut mit dem Paciencia harmonieren. Uth ist ein sehr, sehr kombinationsfreudiger Spieler, der, wenn der mal eingesetzt wird von einem Mittelfeldspieler, sehr, sehr gute Vorlagen, Bälle ablegen kann, mit einem Mitspieler kombinieren kann, andere Spieler in Szene setzen kann. Und ich glaube, der wird dann die meisten Vorlagen bringen. Ich glaube, Newcomer wird Boztogan werden. Ich glaube, der wird es allen zeigen, dass er das Format hat, um Bundesliga zu spielen. Ich glaube auch, er wird den ein oder anderen Scorerpunkt in dieser Saison sammeln. Und ich glaube, der wird uns sehr, sehr gut tun, wenn er von der Bank kommt und dann da, sobald er reinkommt, da unser Spiel nochmal beleben kann, mit einer Finte jemanden aussteigen lassen kann, mit einer guten Idee Spieler in Szene setzen kann, selbst den Abschluss suchen kann. Glaube ich schon, dass das ein Spieler ist, der sehr gut von der Bank sein wird, aber auch hier und da mal Startelf-Einsätze bekommt und auch für die Gegner dann komplett unausrechenbar ist, weil er halt sehr, sehr viel mitbringt. Die größte Enttäuschung wird meiner Meinung nach sein Oczipka, der ja die letzten Jahre quasi immer unser Linksverteidiger ist. Ich finde, er hat vom Niveau abgebaut. Das hat man in der Rückrunde gesehen. Das hat man jetzt auch gegen Bayern gesehen. Und ich glaube, der wird irgendwann, wird er der Spieler sein, der aus der ersten Elf verschwinden wird. Ähnlich wie das jetzt auch bei Burgstaller schon der Fall ist. Der wird langsam ein Spieler sein, von dem wir uns verabschieden werden, zumindest in der Startelf. Und eine kleine Prognose von mir noch, dass es einen Trainerwechsel geben wird. Das sind so meine Prognosen für Schalke 04. Schreibt gerne mal eure Prognose in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann vergleichen wir zum Ende der Saison, wer recht hatte, wer nicht recht hatte. Und ansonsten gerne den Kanal abonnieren. Und wenn du noch kein Abonnent bist, auch die Glocke aktivieren. Du kannst den Kanal unterstützen, indem du das Video teilst, einen Kommentar schreibst, einen Daumen nach oben gibst und Social Media abcheckt. Alle Kanäle sind in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.